Pandia sitzt am Feuer. Der Schein der Flammen tanzt auf ihrem Gesicht, während sie still in die Glut starrt. Gedanken ziehen durch ihren Geist, Erinnerungen an die alten Geschichten. Die Geschichten von Menschen, die mit den Alten zusammenarbeiteten, um die Kapseln zu bauen. In diesen Kapseln sollte die Menschheit überleben, geschützt vor dem Shroud und den Schrecken der Welt. Aber die Kriege, die folgten, brachten Zerstörung. Die meisten dieser Kapseln wurden vernichtet, ihre Hoffnung erlosch in den Flammen des Konflikts. Nur wenige Kapseln blieben unversehrt, versteckt in den Schatten der Welt, wartend auf ihre Entdeckung. Pandia weiß, was sie tun muss. Ihr nächster Schritt ist klar. Sie muss diese Kapseln finden, die Überlebenden retten. Denn nur mit ihnen kann Ember Vale eine Zukunft haben, kann die Dunkelheit zurückgedrängt werden. Die Reise geht weiter, die Suche nach den letzten Hoffnungsträgern der Menschheit. Ich glaube, da ganz hinten am Berg sehe ich die Krypta des Alchemisten. Diesmal erwartete uns eine ganze Horde Plünderer, die es sich hier in der Krypta des Alchemisten gemütlich gemacht hat. Da leuchtet so rot. Das sieht nicht gut aus. Oh lala. Oh lala, sagt er. Ja, oh lala. Oh lala. Da ist der andere. Pandias Eiszauber ist ganz gut. Oh lala. Weil dir lähmt so ein bisschen, ne? Das ist nicht schlecht. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Wo finde ich den Alchemisten? Oh, oh lala. Haha. Da war doch eben noch ein. Ja, einer ist auf jeden Fall noch. Drogensüchtigen Plünderern hier. So, lieber Alchemist, dann befreien wir dich. Und da haben wir den dritten Verbündeten an Tag 11. Hey, hey, was hast du zu erzählen? Die Flamme hat mir auch was zu sagen. Ja, stärke die Flamme, Harz, ach, 5 Tierfell, das sollte hoffentlich noch möglich sein, ja. Dann stärken wir die Flamme. So konnte Pandia die Flamme aufwerten und damit den giftigen Shroud weiter zurückdrängen. Wir müssen irgendwie da müssen wir hin. Auf dem Weg zum Schrein der Bäuerin machte Pandia noch einmal Halt hier bei der Flamme, um sich den Funken zu holen für weitere Flammen-Upgrades und durchsuchte noch Farntal. Ratten. Ratten. Mehr Ratten. Ratten ist ein Fall für den Knüppel, denke ich. Oh, Wasser können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Nee, das will ich natürlich nicht. Ich möchte eigentlich was. Okay, das war's mit dem Wasser. Da gibt es noch Notizen, die wer hinterlassen hat. Balthasar, haltet euch vom Elixier fern. Ja, Balthasar. Das hat er mir mittlerweile schon persönlich sagen können. Offensichtlich war Balthasar hier der zuständige Mediziner. Wäre das als Standort für uns geeignet? Aber mit dem Schlamm ist nicht so toll. Ist schon sehr
sehr kaputt, ne? Bei der Krypta der Bäuerin war es erstaunlich ruhig. Diesmal keine Feinde, wie es ausschaut. Alles ruhig. Nichts. Scheint ein friedlicher Ort zu sein. So, irgendwie. Krypta der Bäuerin. So, liebe Bäuerin, wo hast du dich versteckt? Da haben sie ein Rätsel für uns hinterlassen. Okay. In der Krypta der Bäuerin hatten die Erbauer wieder einige Kletterpartien für Pandia vorbereitet und auch einige Fallen. Was haben wir denn da Feines? Gut, dass die Erbauer so viele nette Sachen für uns versteckt haben. Schalter Nummer 1. Und? Und? Geht es da weiter? Schalter Nummer 2. Sengender Zauberstab haben wir bekommen. Stufe 13. Ich glaube, wir werden den mal ausprobieren. Sengend. Knisternd. Das ist schlecht. Wir brauchen unbedingt diesen Eisschaden, aber wir könnten den austauschen. Wo ist denn der andere Schalter? Ist ja wirklich sehr schön hier. Okay. Da ist der Schalter. So, das heißt, wir haben alle drei betätigt. Ah ja, hier haben wir noch eine Truhe. Und wenn ich das richtig sehe, können wir jetzt einfach darunter fliegen. Liebe Bäuerin, Popcorn. Jawohl, mach mir Popcorn und leg mir einen Kinofilm ein. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Hier noch irgendeine Geheimtür oder so? Sieht nicht so aus. Aber warum sollte ich dann darüber fliegen? Warum sollte ich hier rüberfliegen wollen? Da ist noch eine Geheimtür. Und noch eine silberne Truhe. Schon haben wir die nächste befreit. Und ich denke, morgen kommt dann der Schreiner dran. Was kannst du herstellen? Momentan noch nicht viel. Okay. Auf dem Weg zum Schreiner fand Pandia das erste Mal ein größeres Refugium der Flamme und neugierig wie sie ist, rannte sie einfach mal rein. Nur um dann festzustellen, dass dort wirklich fiese grüne Skelette drin waren, die im Verhältnis relativ schwierig zu bekämpfen waren. Auch mal einen Rückzug.
Das bringt's ja nicht. Die Krypta des Schreiners lag im Schraut und Pandia war sich gar nicht sicher, was sie hier erwarten würde. Und beschloss einfach hier durchzurennen, die Kreaturen des Shroud hier zu ignorieren, um in die Krypta zu gelangen, nur um dann festzustellen, dass diese Krypta übersät war mit fliegenden Shroud-Käfern und anderen fliegenden Kreaturen. Sie versuchte so gut wie möglich hier durchzukommen und diese Kreaturen zu bekämpfen. Aber Flucht war dann letztlich die bessere Wahl. Eieiei. Ah, hier müssen wir uns durchhacken. Dann mach das mal. Oh. Hilft uns das? Nicht wirklich, ne? Yay. Okay, dann retten wir den Schreiner. Hier geht's raus. Und hier müssen wir wieder ganz zurück. Oh, grad so. Hallo Leute. Tschüss. Ciao, ciao. Bin dann mal weg. Zu Hause angekommen, erweckte Pandia den Schreiner zum Leben. Plötzlich hatten alle Überlebenden wahnsinnig viel zu erzählen und wollten, dass Pandia sich auf den Weg machte, ihre Handwerksmaterialien zusammenzusuchen, damit sie wirklich starten konnten mit ihrer Arbeit. Aber Pandia hatte ein anderes Ziel. Da diese kleine Hütte hier doch schon etwas eng geworden war, beschloss Pandia, sich am nächsten Tag auf den Weg zu machen, um einen Ort für eine neue Basis für sie alle sechs zu finden. Macht's gut, bis dann und ciao.